Ich stehe hier mit dem Herrn Jan Eckert. Er ist CEO von JLL. Ihr seid Immobilienberater, in der Immobilienberatung tätig. Ja. Was ist euer Kerngeschäft? Was macht ihr so von 9 to 5, blöd gesagt, jeden Tag? Von 9 to 5 sind wir... Okay, von 7 till 8. genau. Also 9 to 5 gibt es, glaube ich, bei uns praktisch nie. Wir sind Berater, ja, und wir haben eigentlich drei Hauptsäulen, wo unser Geschäftsmodell drauf steht. Das ist einerseits Transaktionsgeschäft. Wir sind Berater für Käufer, Verkäufer, vor allem für Verkäufer, um ihre grösseren Immobilien zu platzieren. Wir sind einer der grössten Immobilienbewerter in der Schweiz. Typischerweise sind das Versicherungen, Fonds, grosse Immobiliengesellschaften, beauftragen uns regelmäßig ihre Portfolios zu bewerten. Aber auch bei Akquisitionen bewerten wir Objekte, Portfolios, Unternehmen. Und die dritte Säule, das ist noch unser jüngstes Kind, ist die Vermarktung, kommerzielle Vermarktung von Flächen, also Büro, Vermietung von Büros. Wir sind auch in dem Zusammenhang sehr aktiv für Berater auf der Mieterseite, also grosse Konzerne, die Mietflächen suchen und einen Berater brauchen, um die Konditionen zu verhandeln. Und das sind eigentlich unsere drei Säulen. Und wenn alles gut spielt, dann sollten die uns ein ausgleichendes, stetiges Wachstum und ausgleichendes Resultat ermöglichen. Also stetig klingt jetzt so bescheiden. Das stetig ist ja alles, wachsend. Ja, das ist ja alles so relativ, das klingt relativ beeindruckend, wenn man bedenkt, dass es euch gar noch nicht so lange gibt, nämlich erst seit 7 Jahren. Ja. Was haben ihr gemacht? Wachstumshormon geschluckt? Ja, oder? Irgendwo sind wir auf Steroid, ja, das ist ja so. wir sind vorher fast 15 Jahre lang eine Boutique gewesen, oder haben einen Boutiquenansatz gehabt. Das heisst, wir haben Wir waren sehr selektiv, was wir machen. Wir waren auch nicht unbedingt auf Wachstum aus. Dafür waren wir in einer Umgebung von einem Investmentbanking. Und da ist natürlich auch vor allem sehr hohe Pro-Kopf-Umsätze wichtig. Heute sind wir bei JLL. JLL ist ein Unternehmen mit 90.000 Leuten global um die Welt. Wir haben einen ganz anderen Fokus für unsere Kunden. Also wir sind für sehr viel breitere Anzahl von Kunden unterwegs und das führt eigentlich dazu, dass wir auch mehr Leute brauchen. Und ja, vielleicht haben wir das mal unterschätzt. Wir haben mal mit 10 Leuten angefangen, heute sind wir über 50. Ursprünglich nur in Zürich, heute in Zürich und Genf. Und haben eigentlich sowohl in Zürich wie in Genf tolle Mannschaften, die um die Disziplinen, die ich gerade vorher erwähnt habe, eigentlich arbeiten und hoffentlich natürlich auch erfolgreich sind. Ja.